Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei der Horror-Indie-Ecke auf Totally Nuts. Ja, es ist ja schon ein Weilchen her, dass ich die letzte Episode hochgeladen habe. Das war dann Five Nights at Freddy's, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und das müsste jetzt auch schon wieder einen Monat her sein. Und das Ding hat mir richtig gut gefallen. War natürlich, wie zu erwarten, der absolute Jumpscare-Schocker. Und nachdem jetzt aber im letzten Monat der zweite Teil rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, die Chance kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Und ja, gesagt, getan, hier sehen wir auch schon Teil 2. Groß informiert über das Spiel habe ich mich nicht, also speziell habe ich mir keine Videos angeschaut, weil ich mir natürlich jetzt auch nicht den Spaß vermiesen möchte, indem ich schon Sachen weiß. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist zumindest, dass die Mechaniken sich schon mal ein bisschen von dem ersten Teil unterscheiden und dass es mehr Puppen gibt. Aber ich würde mal sagen, ohne dass wir uns damit groß beschäftigen, schauen wir einfach mal rein. Help wanted, grand reopening, vintage pizzeria given new life. Okay. Oh ja, wir sind immer noch bei Freddy Fazbear's Pizza. Yep. Okay. Oh, da sind wir auch schon. Ja, gut, die Mechaniken scheinen normal zu sein. Ansonsten schaut es hier nicht viel anders aus, finde ich. Oder? Was ist das denn? Ups. Ist das eine Freddy-Maske? Kann das sein? Kann ich mich dann sozusagen als einer von denen verkleiden? Okay, hier bei den Kameras, das sieht ja alles noch relativ normal aus. Okay. Was? Steuerung für Flashlight. Oh, okay. Ah, fuck, seht ihr das? Wir haben keine Stromanzeige mehr. Wir haben stattdessen diese Flashlight-Anzeige. Das heißt, ich kann wohl die Kameras unbegrenzt benutzen. Okay. Das sind die alten Puppen, oder? Ich versuche gerade so ein bisschen auch dem Telefonat zu folgen, aber durch meine Rederei habe ich das jetzt fast schon kaputt gemacht. Okay. Ja, das wissen wir ja bereits. Die bewegen sich in der Nacht. Oh ja, das kann ich euch versprechen. Aber ich check nicht ganz. Das heißt, wir können die Türen nicht mehr abschließen. Das heißt, wenn wir erwischt werden, oder wenn sie zu nah sind, müssen wir wahrscheinlich die Maske aufziehen. Oh Gott, das ist auch eine Puppe. Warte mal. Wo waren wir? Oh, einer ist schon los. Und zwar... Wer ist denn los? Ne, ist doch noch da. Mal schauen, ob ich die noch zusammenkriege. Ich glaube, das Hühnchen hieß Chica, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Freddy ist klar. Und das müsste Bonnie sein. Ich glaube, so waren die Namen von denen. Okay. Bisher passiert ja noch nicht so viel, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie im ersten Teil, dass wir direkt am Anfang die ganze Erklärung bekommen und dann erst nach und nach der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Oh, was ist das denn? Was ist das für eine Warnungsanzeige hier? Hallo? Aha, okay. Hier ist irgendwas, oder? Wind up Music Box, okay. Was macht die denn? Stellt die jemanden ruhig? Kann das sein? Das wäre halt richtig geil. Also das heißt, wir müssen regelmäßig hier schauen, um die Music Box aufzuziehen. Weil ich schätze mal, dass es dann irgendjemand, der dort drin ist, der halt, also irgendeine Puppe, die halt praktisch
sich nur bewegt, wenn die Musikbox aus ist. Würde ich jetzt mal spontan vermuten. Okay, ansonsten... Oh! Einer ist unterwegs. Man hört ihn auch schon. Das ist Bonnie, oder? Das ist der Hase. Upp, das wollte ich gar nicht. Ich frage mich, was die Taschen damit bringen. Kann man die damit abwehren, oder? Oh. Taschenlampe geht nicht, oder? Kann das sein? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habt ihr das gesehen? Ist er weg? Ich glaube, ich warte kurz. Ah, wir bekommen eine Warnanzeige. Okay, ich kann die nicht ewig aufhalten. Okay. Das heißt Musicbox wahrscheinlich, oder? Ja. Oh Gott, das dauert so Ewigkeiten. Okay. Aber wir haben schon 4 Uhr, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, sorry, wenn ich in der ersten Episode noch nicht so viel, oh Gottes Willen, Kommentar dazu abgebe, aber ich muss erstmal so ein bisschen mit den Mechaniken hier klarkommen. Aber es scheint ja alles relativ so weit nicht anders zu sein, außer halt, dass wir die Türen nicht abschießen können. Ja, okay, es ist eigentlich doch fast alles anders, je mehr ich drüber nachdenke. Okay, Freddy ist da. Kriegen wir ihn los, wenn wir sowas machen? Nee. Okay, jetzt zieh ich schon mal die Maske wahrscheinlich am besten auf, oder? Ist immer noch da. Oh Gott, oh Gott. Besser Maske aufziehen. Oh Gott, das werde ich nicht lange überleben. Er ist weg. Hört ihr das? Was ist denn das? Oh, Wind-Up Musicbox. Sonst haben wir ein Problem. Hey, aber wir könnten es echt schaffen. Wir sind schon bei 5 Uhr angekommen. Oh Gott. Okay. Hau ab, hau ab. Du hast nichts gesehen. Okay. Ich warte aber noch ein Stückchen, bevor ich die abziehe, weil ich traue dem Hasen. Ich traue dem Hasen sozusagen nicht. Es hat geklappt. Ah! Alter. Was war das denn, bitteschön? Ey, what the fuck, was war das denn jetzt? Strange. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das... Ey, komm, um 5 Uhr, weißt du? Um 5 Uhr kommen die mit der Scheiße an. Wahrscheinlich muss ich auf die Geräusche achten. Es kann sein... Nee, ich glaube, ich weiß, was das war. Ich schätze mal, dass wir die Musicbox deswegen aufdrehen sollen, weil es dann passieren kann, dass wir von dem, was sich in der Box befindet, angegriffen werden. Also ihr kennt ja diese Springteufel. Ich würde mal spontan schätzen, dass es sowas in der Richtung war. Boah, Alter, fängt schon gleich richtig derbe an. Aber ich muss sagen, die neuen Mechaniken, die finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Okay, die Musicbox müssen wir noch nicht aufziehen. Okay, aber jetzt können wir ja mal in Ruhe, weil am Anfang passiert da noch nichts, uns mal die einzelnen Kameras anschauen. Okay. Aber es schaut schon massiv anders aus als vorher. Kids Cove, okay. Aber Chica, den Vogel haben sie schon massiv geändert, oder? Ich meine, dass der im ersten Teil ein bisschen weniger weiblich ausgesehen hat, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Oh Mann, ich habe eigentlich gedacht, dass ich die erste... Also ich, das sage ich jetzt auch mal gleich vorweg, ich werde das wie im ersten Teil machen. Ich werde die Episoden praktisch so aufteilen, dass praktisch jede Episode eine Nacht darstellt. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen damit gerechnet, die erste Nacht auf Anhieb zu schaffen. Und es sah ja eigentlich auch ganz gut aus. Bis dann plötzlich der Mist hier losging. Aber was ist denn in dem Raum?
Was hat mich denn da angesprochen? Oder das... Ach, ich check das nicht so ganz. Was war das? Hing das jetzt wirklich mit der Musicbox zusammen, dass wir angegriffen wurden, oder? Ich check das nicht so ganz. Oh. Ach, cool. Man kann in den Räumen praktisch auch Licht anmachen. Okay. Interessant. Ah, das können wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. War das der mich angegriffen hat? Der kleine Balloon Boy. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt ein Charakter ist. Oder ob das nicht einfach irgendwie so ein... Naja, okay. Was sage ich denn da? Wenn es in dem Spiel Puppen gibt, dann greifen die einen normalerweise auch an. Ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt im ersten Teil ein bisschen sicherer gefühlt mit den Türen, die man im Notfall verschließen konnte. Naja, dafür ist es auch ehrlich gesagt ganz angenehm, dass man nicht mehr auf den Strom achten muss. Oh. Jo, dann bis morgen, würde ich sagen. Hey. Oh Mann, ich bin schon echt wieder total unter Strom hier. Okay, die sind noch alle hier unterwegs. Okay, das heißt, dass wir auf jeden Fall regelmäßig das hier machen müssen. Okay, 2 Stunden haben wir noch. Ne, 3 sind's. Verdammt. Okay, mein Tab Music Box. Ich würde sagen, immer wenn man gerade mal Zeit hat, nutzt man die Music Box. Oh, Bonnie ist unterwegs. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht sagen, wo. Oh Mann. Ich höre es schon. Okay. Oh, das hat mir letztes Mal das Genick gebrochen. Diese blöde Musicbox. Ah, Gott, ey. Okay, da bist du. Gut, jetzt haben wir dich. Ist zumindest gut zu wissen. Ist die Situation bei euch? Okay. Die sind beide noch da. Okay. Musicbox nicht vergessen. Okay, er ist unterwegs. Warum geht die Taschenlampe manchmal nicht? Das kotzt mich echt an. Oder? Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich die Kamera jetzt runterlasse, dass der Jumpscare kommt. Oh Gott. Nee, ist nochmal gut gegangen. Okay, hier ist niemand. Alter, 2 Stunden noch. Okay. 1 Stunde noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, die Taschenlampe, die geht auch relativ schnell alle. Oh, die sind alle unterwegs. Alter Schwede, Ruhe. Okay, dann machen wir mal die Musicbox noch einmal. Alter, das wollte ich nicht. Boah. Bloß nicht nervös werden. Das ist nämlich die größte Gefahr in dem Spiel. Ey, das hört sich an, als wäre hier eine hier drin. Nee. Nein. Ach Gott, nochmal. Manchmal habe ich es aber auch echt hier. Okay. Okay. Maske auf.
und warten, bis er weg ist. Ich setze ihn noch nicht, ob ich bin ja nicht wahnsinnig. Okay. Oh, die Warnung. Das heißt, Musicbox. Yes! Puh! Hey, aber wenn man so ein bisschen die Mechanik raus hat, ich glaube, dann geht das schon einigermaßen. Naja, wie dem auch sei, das war dann auch schon die erste Episode. Ich werde mal schauen, dass ich in den nächsten Tagen so schrittweise, ich weiß nicht, ob täglich oder ob alle 2 Tage, die anderen Episoden hochlade, dass wir dann halt die 5 Nächte durchschaffen. In dem Sinne würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play, oh Gott, das war ein Let's Play Five Nights at Freddy's Teil 2. Bis dann. Thank you.